Na, servus, Leute, wie geht's denn euch? Ich hoffe doch auch genauso gut wie mir. Ja, heute wollen wir mal die Krawall-Goal, müsste das hier sein. Die wollen wir mal blöd von der Seite anmachen. Und danach sprechen wir mit Baby-Goal. Hey, Baby. Soll das eine Anmache werden? Gib dir keine Mühe, Schlaffi. Hatte ich auch nicht vor. Dich wickel ich doch im Schlaf um den Finger. Wenn du nicht aufpasst, wickel ich dir bald was im Schlaf um die Luftröhre. Siehst du, ich hab noch nicht mal angefangen und schon hast du gemeinsame Bettfantasien. Du bist echt ziemlich lässig. Wir passen zusammen. Träum weiter, Schlaffi. Wieso immer träum weiter, Schlaffi? Fällt dir nichts Besseres ein? Dein Mund sagt nein. Aber deine Augen sagen ja. Willst du auch noch hören, was meine Faust sagt? Ja, vielleicht erstmal nicht. Hat es eigentlich wehgetan, als du vom Himmel gefallen bist? Ja, verdammt. Ach ja, wahrscheinlich schon, ne? Wahrscheinlich schon, ne? Der Rufus, der ist so eine Strunzkanone. Schau mir in die Augen, Kleines. Wer ist hier klein, du Zwerg? Ach ja? Wen nennst du hier Zwerg, du Lulatsch? Ach ja? Wen nennst du hier Lulatsch, du Ratte? Ach ja? Wen nennst du hier Ratte, du? Hey, keinen Ärger in meiner Bar, verstanden? Okay, lass mal das. Was macht eine Frau wie du an einem Ort wie diesem? Im Augenblick kämpfe ich dagegen an, einzuschlafen, so müde wie deine Sprüche sind. Mhm. Sag Bescheid, wenn ich dich ins Bett bringen soll. Map. Und wieder eine Niete. Versuch deinen Macho-Mist bei jemand anderem. Würde dich das eifersüchtig machen? Abgang, jetzt. Das erinnert mich wirklich an einen Kumpel von mir. Du wirst schon noch weich werden. So weich wie deine Birne oder eher wie deine Arme? Wie beides zusammen, Baby. Ja, okay, was will die jetzt eigentlich? Warte hier, ich bin gleich zurück. Keine Drohung, bitte. Keine Ahnung, also ich glaube, die müssen wir vermöbeln, damit die mitkommt. Ich kann es nicht genau sagen, aber jetzt kommt Baby Goal. Was ist das? Lady Goal? Baby Goal. Nanu, wie bin ich denn hier gelandet? Das fragen sich die meisten, aber die wenigsten wollen die Antwort wirklich hören. Du bist lustig. Du bist auch lustig, Baby Goal. Hm? Oh, du bist es. Wie schön. Aha. Hier lungerst du also rum. Tue ich das? Ist ja verrückt. Ich kann mich gar nicht erinnern, wie ich hierher gekommen bin. Die ist ja echt witzig. Ist doch egal, wie du hierher gekommen bist. Viel wichtiger ist, ich weiß, wie du hier wegkommst. Sag Zeppelin. Bitte, sag Zeppelin. Nein, nicht in einem Zeppelin. Oh. Vielleicht ja später. Yippie. Du musst mit zu Doc kommen. Huch, bin ich denn krank? Nein, nein. Oh, Himmel. Jetzt merke ich es auch. Ich glaube, ich habe Fieber. Du bist nicht krank. Mein Hunger ist ganz taub. Kannst du mal gucken, ob mein Zäpfchen angeschwollen ist? Jetzt hör doch mal zu. Du bist nicht krank. Puh, so ein Glück. Ich dachte schon, ich muss zu Doc. Aber du musst ja auch zu Doc. Huch, bin ich denn krank? Na, das kann ja noch lustig werden. Das wird nichts mehr, Rufus. Komm doch bitte einfach mit. Wohin? Na, zu Doc. Wer ist Doc? Sag mal, bist du auf den Kopf gefallen? ich weiß nicht. Bin ich? Ach ja, da war was. Okay. Erinnerst du dich denn gar nicht? Na doch, du bist Rudi. Rufus. Puh, das ist anstrengend. Mein Kopf fühlt sich an, als hätte mich ein brennendes Sägeblatt an der Schläfe getroffen. Offensichtlich kannst du dich an gar nichts erinnern. Umso wichtiger, dass du mit zu Doc kommst. Wahrscheinlich hast du recht. Du bist so ein guter Freund, Rudi. Schon, Rudi. Also kommst du? Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir müssen verhindern, dass der Organon Deponia sprengt. Habe ich richtig gehört? Ihr wollt den Organon stoppen? Sag jetzt nicht, dass ihr auch zu diesen Widerstandsspinnern gehört. Widerstand? Wovon redest du? Na, wovon schon? Von Janosch und seinen Leuten natürlich. Janosch? Ich habe ihm 1000-mal gesagt, dass ich keine konspirativen Treffen in meiner Bar dulde. Es fängt an mit Tod im Organon und endet damit, dass ich die Erdnussflips aus der Jukebox pulen muss. Hast du das gehört, Rufus? Eine echte Widerstandsbewegung. Ich hab's gehört, ja. Unglaublich spannend. Aber viel wichtiger ist doch, dass du mit zu Doc kommen wolltest. Wir reparieren dein Gehirn und... Das geht jetzt nicht. Wir müssen uns dem Widerstand anschließen. Ja, was? Das war wohl ein böser Fehler, dass er den Organon erwähnt hat beim Gehen.
Sonst wäre sie schon längst mitgekommen. Kann ich dich für ein romantisches Essen begeistern? Das ist so lieb von dir, Rufus. Aber ich habe gerade erst die Schokolinsen aufgegessen, die hier auf dem Tresen standen. Schokolinsen? Hier gibt's keine Schokolinsen. Und wo zum Teufel ist die Schüssel mit den Muttermalen, die ich mir abgepult habe? Die kann nicht weg sein. Sowas steht doch niemand. Boah, da schüttelt's mich. Alter Leute, da schüttelt's mich. Janosch. Wer ist denn schon Janosch? Ja. Das würde ich auch zu gern wissen. Das war eine rhetorische Frage. Janosch ist der Anführer des Widerstands. Du redest in einer Tour von ihm. Echt jetzt? Er muss ein Teufelskerl sein. Ach du grüne Neune. Kommst du jetzt endlich mit zu Doc? Aber Rufus, ich kann doch in so einer Situation nicht an mich selbst denken. Das Schicksal der ganzen Welt steht auf dem Spiel. Ich dachte, wir retten die Welt von Elysium aus. Nein, man kann die Welt nicht vom Schreibtisch aus retten. Ich dachte auch mehr in einen Liegestuhl. Weißt du denn gar nichts über Widerstandskämpfe? Man muss erst viele kleine Funken sprühen, um ein Feuer zu entfachen. Nein. Das geht schneller. Echt mal, Rufus. Und ich hab dich für einen Aktivisten gehalten. Wie Janosch. Bin ich ja auch. Am liebsten mag ich Freizeitaktivitäten. Kommst du jetzt endlich mit zu Doc? Aber Rufus, ich kann doch das Schicksal... Oh Mann, Entschuldigung. Was kann ich tun? Ich weiß nicht. Kannst du zaubern? Natürlich. Ich bin ganz groß darin, Gegenstände verschwinden zu lassen. Hui! Schade, dass wir keine Zeit dafür haben. Wir müssen uns dem Widerstand anschließen. Wie Janosch. Puh, muss das wirklich sein? Oh, bitte. Na gut, aber dann kommst du mit zu Doc. Na klar, ein echter Widerstandskämpfer kommt überall hin mit. Jawohl, ja. Komm, die machen wir jetzt auch nochmal an. Hey, Baby. Meinst du mich? Hat es eigentlich wehgetan, als du vom Himmel gefallen bist? Schon irgendwie, ja. Oh, aha. Okay. Schau mir in die Augen, Kleines. Ist dir eine Kontaktlinse verrutscht? Hier ist es so schummrig, ich kann kaum etwas erkennen. Hat sich erledigt. Die erkennt's nicht. Was macht eine Frau wie du an einem Ort wie diesem? Ich habe gerade angefangen, den Insekten auf der Theke Namen zu geben. Das hier ist Ronny. Das ist Donny. Und das hier ist Prinzessin Hinkebein. Warum humpelt Prinzessin Hinkebein? Sie ist traurig, weil sie so alleine ist. Oh. Was tust du? Nun ist Ronny Prinz Hinkebein. Oh, wie süß. Du bist ja ein echter Tierfreund. Ja, ja. Da reißt er das Bein ab und er soll ein Tierfreund sein. Ich werde verrückt. Ich geb's auf. Was gibst du auf? Nicht weiter wichtig. Ah, oh, wie schön. Okay, warte dann. Warte hier. Ich bin gleich zurück. Oh ja. Dann geht's weiter. Okay. Ich habe ja schon mal gespielt, deswegen Schraubenzieher. Ich habe ein bisschen rumprobiert gehabt, weil ich nämlich die Jukebox aufkriegen wollte. Und er sagt, da braucht man Werkzeug dafür. So, dann hau. Hi-ho, hi-ho. Willst du Ärger? Na komm schon, sing doch mit. Hi-di-di-di-di-do. Mann, hast du ein Glück, dass ich keine Behinderten schlage. Der Zwerg ist auch so geil. Hey, Finger weg. Ach ja? Was willst du machen? Mit dem Fuß aufstampfen und mein erstgeborenes Kind stehlen? An deiner Stelle würde ich mein Maul nicht so aufreißen. Ich bin in der richtigen Höhe, um dein erstgeborenes Kind pränatal abzutreiben. Boah. Ich muss mal weiter. Ich bekomme Nackenschmerzen, wenn ich zu lange nach unten gucke. Ach, Rufus, Mann. Du bist ja viel zu krass. So. Ach genau, er hat ja die ganze Zeit geredet von einer Frau. Hallo, er kennt Bozo. Sich aus. Ah, Rufus, was liegt an? Was wolltest du vorhin sagen? Ging es um ein ganz spezielles Entermanöver? Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Mal wieder. Ach, mach mir doch nichts vor. Ihr Piraten seid doch alle gleich. In jedem Hafen eine. Und ständig auf der Suche nach neuen Häfen, nicht wahr? In keinster Weise. Obwohl... Ha, wusste ich's doch. Meine Bambina wohnt hier auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Ich glaube aber nicht, dass das wirklich zählt. Wir waren nur 2 Tage zusammen und... Und sie hat dich abblitzen lassen. Und sie hat mir die ganze Zeit eine Pistole an den Kopf gehalten. Na sauber. Nö, das zählt schon. Ich glaube, Krawallgol steht auf mich. Krawallgol? Ja,
Weil sie echt was drauf hat, verstehst du? Scheinbar ist ihr ganzes Temperament auf einer Datasette gelandet. Oh je, dann sei lieber vorsichtig. Glaub mir, ich kenne die Sorte Frau. Wenn man weiß, wie man mit ihnen umgehen muss, können sie ganz zahm und verspielt sein. Aber eine falsche Bewegung, ein falsches Wort und sie fahren ihre Krallen aus. Ich muss ihr jetzt aber keinen Kratzbaum kaufen, oder? Das Einzige, was hilft, sind die richtigen Worte. Bei meiner Bambina war es genau so. Ich musste nur den einen entscheidenden Satz sagen und zack, schon wurde aus dem Tiger ein zahmes Hauskätzchen. Warum seid ihr dann nicht mehr zusammen? Naja, ich wurde heiser und sie kam schneller an den Waffenschrank als ich zur Tür. Oh. Oh, weia. Ich glaube, Baby Goal steht auf mich. Baby Goal? Ja, weil sie echt süß ist und so. Dummerweise ist sie auch sehr gutgläubig. Na, dann hast du doch freie Bahn. Geh zu ihr und sprich sie an. Och, ich weiß nicht. Ich glaube, Lady Goal steht auf mich. Lady Goal? Ja, sie ist echt vom Allerfeinsten. Eine richtige Klassefrau, so mit Stil und großen Etiketten. Etikette. Ich werde sie mit meinen Gentleman-Manieren noch schwer beeindrucken. Meinst du nicht, dass du dir da vorher ein paar Tipps holen solltest? Sprich doch einfach mal mit Ziegal. Der wohnt in der Oberstadt. Wenn dir einer weiterhelfen kann, dann er. Oh, danke, das ist eine gute Idee. Erzähl mir mehr von deiner Bambina. Tja, sie ist die temperamentvollste Frau, die ich kenne. Ihr gehört der Waffenladen in Klein-Venedig. Aha. Ein echtes Mordsweib. Okay. Auch wenn sie nie verurteilt wurde. Es ist schon eine Weile her. Da habe ich mein Herz an sie verloren. Gott sei Dank hatte Doc noch ein Spenderherz auf Lager. Wie lauten denn diese mysteriösen Worte, mit denen man temperamentvolle Frauen bändigen kann? Vergiss es, Rufus. Diese Worte haben schon genug Schmerz verursacht. Aber mittlerweile muss die Wunde in deinem Herzen doch wieder verheilt sein. Es geht hier nicht nur um mein Herz, Rufus, sondern auch um mein Schultergelenk, ein Bein und den linken Lungenflügel. Also, wenn du so verknallt bist in die Bambina, dann musst du dich jetzt aufmachen, mein lieber Freund. Es tut mir leid. Ich finde, du solltest deiner Bambina mal einen Besuch abstatten. Was? Nein, vergiss es. Doch, doch. Komm schon. Sie klingt echt scharf. Könnte dir die Kehle aufschneiden und würde. Bist du jetzt ein Pirat oder so ein Piro? Zum 100. Mal. Ich bin kein Pirat. Und ich habe auch kein Interesse, mich andauernd von dir in irgendwelche Abenteuer verstricken zu lassen. Ich mochte mein Leben, wie es war, bevor wir uns getroffen haben. Ruhe, Frieden, Gemächlichkeit. Kaperfahrten, Seeschlachten, Meutereien, Ermordung der Erstgeborenen. Sonntagsnachmittagsspaziergänge, Gartenausstellungen. Brandschatzen, Kiel holen, Schatz suchen, Kreuzigungen. Na verdammt, Rufus. Nicht jeder mag Konflikte. Und ich schon gar nicht. Magst du doch. Nein, doch. Mag ich nicht. Magst du doch. Nein und nochmals nein. Doch, 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 doch. Du kleines Baby. Im Gegenteil, ich scheue Konflikte, ich... Okay, ich geb auf. Ha, wusste ich's doch. Du stehst immer noch auf sie, nicht wahr? Ich werde mal bei ihr vorbeischauen. Triff mich in Klein-Venedig vor dem Waffenladen, okay? Ich werde seelischen Beistand brauchen und medizinischen. Schon klar, du alter Haudegen. Tschüss, Boso, viel Spaß bei der Bambina. Das wird bestimmt toll. Ich bin gespannt. Ja, alles klar. Dann würde ich mal sagen, tschüss. Schon wieder total überzogen. Bis morgen. Ciao.